Ich hatte ja gestern schon wehmütig über das Büroleben, das Fehlende, geklagt. Ja, die Meetings. Aber was mir auffällt, das sind so diese Kleinigkeiten. Weißt du, du bist im Büro und wenn du dann einfach mal morgens kurz bei der Chefin reinschaust, ins Büro zu einem Meinungsaustausch. Also du gehst mit deiner Meinung da rein und kommst mit ihrer Meinung dann raus. Ja, das findet hier halt auch nicht so statt. Dialekt. Das ist nicht übel, sagte der Zar, fiel aber gleich in seine Muttersprache zurück und fragte, wer ich sei. Blomberg, Fälscher beim Regiment Uppland, antwortete ich. Der Zar musterte mich mit einem Blick, der so durchdringend war, dass ich nie einem Allwissenderen begegnet bin. Dein Regiment existiert nicht mehr, sagte er, und hier siehst du den Degen Renskölz. Er hob den Degen aus dem Gehänge und warf ihn auf den Tisch, dass die Schüsseln in die Höhe sprangen. Aber gewiss bist du ein Schelm, denn du trägst die Uniform eines Hauptmanns oder Fähnrichs. Ich antwortete, dies ist eine harte Rede, sagte der Evangelist Johannes, den Stock habe ich mir geliehen, weil meiner in Lumpen zerfiel, und dies ist unrecht gehandelt. Gottes Willen, den Rock habe ich mir geliehen, weil meiner zu Lumpen zerfiel. Und dies ist unrecht gehandelt, will ich doch auf Gnade hoffen, denn mein Wahlspruch ist, die Wahrheit reden ist auf Dauer ungefährlicher als Lügen. Gut. Ist das dein Wahlspruch, dann sollst du deinem Diener mit dir nehmen und hierher kommen, damit wir jenen prüfen können. Der Saporoger zitterte und wankte, als er mir folgte. Aber sobald wir eintraten, wies mir der Zar einen Stuhl unter den anderen am Tische an, als wäre ich seinesgleichen, und sagte, setz dich, Holzbein. Er hatte Feodor sofort auf dem Schoß, ohne im geringsten darüber nachzusinnen, was davon wohl zu denken sei, und ringsum stampften und pfiffen die Zwerge und eine Menge Bojaren, die sich jetzt zu versammeln begannen. Ein Zwerg, der Judas genannt wurde, weil er ein Bild dieses Erzgauners an einer Halskette trug, nahm eine Handvoll Krabben vom nächststehenden Teller und warf sie an die Decke, so dass sie über das Essen und die Menschen regneten. Als er auf diese Weise die Aufmerksamkeit der anderen auf sich gelenkt hatte, zeigte er mit vielen Grimassen auf den Zaren und rief ihm ganz kaltblütig zu, »Du verlustierst dich, du Peter Alexejewitsch, von der schönen Feodosofa in Poltawa, hörte ich schon draußen von der Stadt reden. Ich, aber du grabst immer nur das beste Väterchen.« »Das tust du«, stimmten die anderen Zwerge rings um den Zaren ein, »du bist ein Erzdieb, du Peter Alexejewitsch.« Manchmal lachte der Zar oder antwortete, und manchmal hörte er nicht auf sie, sondern saß ernst und nachdenklich, und seine Augen bewegten sich unterdessen wie zwei grün schimmernde Insekten im Sonnenschein. Es kam mir in den Sinn, wie ich einmal den höchstseligen Karl den XI. Mit Radbeck hatte sprechen sehen, und wie es mir da gewesen war, als ob Radbeck trotz seinen vielen Verbeugungen weit mehr als der König sei. Hier war es umgekehrt. Obwohl der Zar selbst herumging und servierte und sich schlimmer als ein Schelm behandeln ließ, sah ich nur ihn und Feodosofa. Ich las seine Gedanken bis ins Kleinste. Ich erkannte ihn in dem am Stadttor mit Gewalt abgeschnittenen Kaftanen und rasierten Kinnen wieder. Er brauste in meinem Kopf und ich kniete demütig im Stroh und stammelte, »Zarische Majestät, die Wahrheit reden ist auf Dauer ungefährlicher als Lügen, und der Herr sagt zu Moses, du sollst nicht mit den Großen halten in dem, was vom Bösen ist. Deshalb knie ich und bitte, nicht mehr trinken zu müssen, denn siehe, ich werde in dem Spiel bald matt sein, und mein gnädiger Herr, der Euer Majestät ähnlich und auch unähnlich ist, hat mich in den letzten Jahren an gesiebtes Sumpfwasser gewöhnt. In der rechten Backe des Zaren, nahe am Auge, begann es zu zucken und zu zittern. »Ja, bei Sankt Andreas«, sagte er, »ich bin meinem Bruder Karl unähnlich, denn er hasst Weiber und wie ein Weib und Wein, wie ein Weib und opfert die Reichtümer seines Reiches, wie ein Weib, die ihres Gatten und schmäht mich, wie ein Weib, aber ich ehre ihn wie ein Mann. Sein Wohl, Holzbein, trink, trink!« Der Zar sprang vor und ergriff mich am Haar und hielt mir den Römer an meinen Mund, dass das astranische Bier
astrachanische Bier mir über Kinn und Kragen spritzte. Bei jedem Wohl, das getrunken wurde, traten zwei Soldaten in braun-gelben Uniformen mit blauen Kragen ein und feuerten ihre Pistolen ab, sodass das warme Zimmer, das schon mit Tabakwolken und Zwiebelgeruch erfüllt war, nun auch Pulverrauch gehüllt wurde. Der Zar setzte sich noch einmal an den Tisch. Er selbst wollte während des Lärmes sitzen und denken, aber erlaubte nie, dass jemand anderes aus seinem Trinkeramt fiel und ernst wurde wie er. Aufs Neue zog er Feodosofa zu sich aufs Knie. Arme, arme Feodosofa. Sie saß da, ein wenig zusammengesunken, mit hängenden Armen, den Mund willenlos halb offen, als erwachte sie mitten unter den Liebkosungen Hiebe und Schläge. Warum hatte sie nicht den Mut, den Degen vom Tisch zu reißen und das Handgelenk gegen die Schneide zu drücken, um ihre Ehre zu retten, ehe es zu spät war? Wieder und immer wieder hätte sie über mein Holzbein und meine Schande lachen dürfen, wenn ich mit meinem Leben ihre Ehre hätte retten können. Nie war ich ihr so nahe gewesen und hatte so deutlich gesehen, zu welch wunderbarem Werk sie von den Händen des himmlischen Schöpfers geschaffen worden war. Arme Feodosofa, wenn du wenigstens in deinem Herzen gefühlt hättest, mit welcher reinen Absicht ein Freund dich in deiner Erniedrigung betrachtete und für dein Wohl betete. Stunde auf Stunde dauerte das Gastmahl. Die betrunkensten Bojaren und Zwerge lagen schon im Stroh und bejammerten und übergaben sich oder ließen ihr Wasser, aber der Zar selbst stand in einem Fort auf und beugte sich zum Fenster hinaus. »Trink, Holzbein, trink!« befahl er und jagte mich mit dem Römer in der Hand durch die Kammer und ließ die Bojaren mich halten, bis ich ihn zum letzten Tropfen geleert hatte. Das Zucken in seinem Gesicht wurde unheimlicher und unheimlicher, und als wir schließlich wieder am Tisch saßen, schob er drei randgefüllte Lebenschalen vor mich hin und sagte, »Jetzt, Holzbein, sollst du den Rundtrunk kredenzen und uns den Sinn deines Wahlspruches erklären.« Ich erhob mich wieder, so gut ich vermochte. »Dein Wohl, Zar«, rief ich, »denn du bist gewisslich dazu geboren, zu befehlen.« »Warum?«, fragte er, »würden die Soldaten die Muskete präsentieren und mich grüßen, wenn jemand anderes würdiger wäre, zu befehlen als ich? Wo gibt's etwas Erbärmlicheres als einen untauglichen Fürsten? An dem Tag, da ich meinen eigenen Sohn unwürdig finde, mein großes, geliebtes Reich zu erben, an dem Tag soll er sterben, denn erste Wahrheit, Holzbein, bedarf keines Trinkspruchs.« Die Pistolen knallten und alle außer dem Zar tranken. Da sammelte ich die Überreste meines Verstandes wie ein Geizhals seine Münzen, denn ich meinte, wenn ich den Zaren gnädig und mild stimmen könnte, würde ich vielleicht meine Feodosofa retten. »Wohlan, zarische Majestät«, fuhr ich daher fort und hob die eine Schale in die Höhe. »Dies ist astrachanisches Bier aus Met und Branntwein und Pfeffer und Tabak gebraut. Stark brennt es, ehe es freut, und wenn es freut, betäubt es.« Dann warf ich die Schale auf den Boden, dass sie in tausend Stücke zersprang, und hob die zweite Schale. »Dies ist ungarischer Wein. Trinke nicht mehr Wasser«, schreibt der Apostel Paulus an Timotheus, »sondern brauche ein wenig Weines um deines Magens willen, und weil du oft krank bist. So redet ein heiliger Mann zu Kranken und Stubenhockern, aber geh auf das Schlachtfeld hinaus, inmitten von Frost und Jammer, und sage mir, für wie viele wird wohl diese Schale mit süßlichem Wein reichen, um ihre Schmerzen zu lindern und ihren Tod zu versüßen.« Darauf warf ich auch diese Schale zu Boden, dass sie zersprang. Sodann hob ich die dritte Schale. »Dies ist Branntwein. Er wird von den Glücklichen und Reichen gering geschätzt, denn sie dürsten nach Linderung wie die Zugtiere nach dem Quell, sondern sie wollen nur ihre Wollust bewässern. Aber der Branntwein gewinnt Macht im gleichen Augenblick, da er über die Zunge fließt, wie der Selbstherrscher im gleichen Augenblick, da er über die Schwelle tritt. Und Blutende und Sterbende entnehmen wenigen Tropfen lindernde Labung. Daher nenne ich den Branntwein das Beste, denn ich rede als Kriegsmann, und die Wahrheit sagen ist auf Dauer ungefährlicher als Lügen.« recht so«, jubelte der Zar und nahm die Schale entgegen und trank und reichte mir zwei Goldmünzen, während die Pistolen knallten. »Du sollst einen Pass und ein Pferd haben, um deines Weges zu ziehen, und wohin du kommst, sollst du von Poltawa erzählen.« Da kniete ich noch einmal neben dem Stroh nieder und stammelte,
zarische Majestät, in meiner Nichtigkeit und Einfalt, bei euch sitzt ein reines, gutes Weib. Schrien die Zwerge und Bojaren und versuchten wankend aufzustehen.